Yeah. Das war's jetzt eigentlich schon. Den Rest könnten wir fernsteuern. Aber ich verziehe mich mal in eine etwas ruhigere Ecke. Und dann kaufen wir gleich die drei Merkuren. Und rüsten die aus. Das dürfte auch eine Weile dauern. So, hier ist okay. Backspace, um zu bremsen. Wir würden gerne erstmal gucken, ob der Schildkomplex hier ordentliche Schilde hat. Er hat 25 Megajoule Schilde, aber er hat keine Energiezellen mehr. Das ist ärgerlich. Den sollten wir mit der Zeit mal entweder ausstatten Energiezellen oder wir kaufen uns selber eine Schildproduktionsanlage. Aber die sind recht teuer. Okay, müssen wir abwarten. Dann halt zur Schiffswerft. Wir würden gerne handeln und wir hätten gerne ein Merkur M. Also wir hätten gerne eigentlich L, aber da halt das die Station, die die Schilde verkauft, keine Schilde im Angebot hat, kann man sie auch hier in der Schiffswerft nicht kaufen mit den guten Schilden. Das heißt, wir haben jetzt nur die hier und die haben 3-5 Megajoule Schilde. Aber das müsste fürs Erste auch reichen. Wir sind hier keine Universumshändler, die auch in teilweise gefährliche Gebiete springen. Die hier handeln ja nur in einem Radius von 6 bis 8 Sektoren, je nachdem wie man es einstellt. Also wir hätten gerne ein Merkur M. Dafür hätten wir nicht nur gerne ein, sondern wir hätten gerne 2 und 3. Wenn wir jetzt OK drücken, können wir das Schiff hier normalerweise ausrüsten. Nur werden jetzt alle drei Schiffe gleichzeitig so ausgerüstet, wie wir es da auswählen, was irre praktisch ist. So, also alle drei bekommen bitte volle Ruderoptimierung. Kostet jetzt auch gleich dreimal so viel dementsprechend. Triebwerkstuning natürlich auch. Boosterweiterung, Duplex-Scanner, Handelserweiterung, das auch. Kampfsoftware. Also ja, die MK2 Kampfsoftware brauchen sie auf gar keinen Fall, aber ich mache das irgendwie immer standardmäßig. Da machen meine Finger ja, was sie wollen. Navigationssoftware, die brauchen sie auf jeden Fall, denn für diese neue Art, wie man Stationen versorgt und deren Produkte verkauft, braucht man auf jeden Fall Handelssoftware MK1, Handelssoftware MK2 und die Navigationssoftware MK1. Patrouillensoftware brauchen wir nicht. Den Zeitverzerrer nehme ich immer mit. Nur für den Fall, dass ich mal im Schiff drin sitzen muss. Spezialsoftware nehme ich auch mit. So, Warenlogistiksoftware. Die nehmen wir auch mit. Auch beide. Auch wenn es ein bisschen teuer war, aber wir haben immer noch 5 Millionen Credits über. Das ist mir eh aufgefallen. Je mehr Credits man hat, desto weniger achtet man darauf, was man eigentlich kauft. Man drückt immer nur noch ganz schnell Pfeiltaste rechts und Enter. Und dann runter und das nächste kaufen. Einfach nur, damit das Ganze schnell vorbei ist. Man achtet dann nicht mehr so auf den einzelnen Credit. Jedenfalls, was diese Sache angeht. So, das war's jetzt. X. Wir haben jetzt hier unsere drei Merkuren. Die nennen wir jetzt wie? Auch wieder Supplier 1, 2, 3. Es dürfte denn zu keiner Verwirrung kommen, weil hier unten steht immer, welcher Station die zugeordnet sind. Das heißt, du bist jetzt Supplier 1. Nervigerweise, bei dem Umbenennen gibt es da so einen kleinen Haken. Man kann nicht ganz schnell tippen. Irgendwie nimmt er nur so und so viele Zeichen pro Sekunde auf. Also wenn ich da ganz schnell Doppel-P hintereinander schreibe, dann kommt nur ein P. Aber ja, mit mehr Zeit gewöhnt man sich einigermaßen an den Rhythmus von dem Umbenennen an. Es gibt auch bei dieser neuen Software, die wir gleich benutzen werden, hat einen anderen Namen? Nein. Also ja, bei der neuen Software gibt es eine Funktion, die heißt automatisches Umbenennen. Denn wird halt geguckt, was für ein Schiff ist das, was für eine Schiffsklasse ist das, was für Schilde der hat, welche Station ist ihm zugeordnet und dementsprechend wird dann ein automatischer Name generiert. Das benutze ich jedoch nicht, da ich zum einen gerne meine eigenen Namen benutze und zum anderen gab es früher einen Bug, dass wenn man das benutzt, dass das Spiel dann auf Modified gestellt wird und nicht mehr Vanilla ist. Und das will ich ja auf keinen Fall. Oh, jetzt habe ich einen doppelt benannt. Du bist 1, 2... Ja, die beiden sind doppelt 1. Du bist dann jetzt 3. So. Raus hier. Ist unser Mammut inzwischen da? Ich denke nicht. Nee,
Ich hätte mal Sinza laufen lassen sollen. Na gut, dann gucken wir uns in der Zwischenzeit um, wo wir neue erweiterte Satelliten bekommen. Oder wir holen uns ein größeres Schiff. Also nicht unbedingt das Schiff, was ich mir holen wollte. Das ist noch viel zu weit weg. Aber wir könnten uns so einen Nova holen, den wir gerade unterwegs gesehen haben bei den Piraten. Der ist auch einigermaßen schnell und hat ein bisschen mehr Laderaum. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ein Nova. Kostet mal eben auch 2 Millionen. Könnte aber im Notfall auch kämpfen. Hat eine Geschwindigkeit von 150. Das ist nur die Hälfte von ihm hier. Aber mit Sinza ist das machbar. Laderaumgröße ist aber mal eben 5-mal so groß wie das jetzige. Ich glaube, der braucht aber auch doppelt so viele Energiezellen pro Sprung. Also ist es dann effektiv nur 2,5-mal so viel wie jetzt. Hat nur 108. Ich suche gerade eine schöne Variante. Also hier haben wir die normale Nova. Hier haben wir die Nova Angreifer. Die hat weniger Frachtraum und ist dafür ein Ticken schneller. Hier haben wir die Nova Verteidiger. Die hat weniger Geschwindigkeit, aber kann dafür, glaube ich, ein Schild mehr tragen. Hat aber auch weniger Laderaum. Buster ist ein kleinerer Angriffsflieger. Der aber immer noch größer ist als ein Discoverer. Der kann aber auch... Ah, der kann 108. Aber nee, so wirklich das Wahre dabei ist nicht. Die ganz großen Sachen können wir uns noch gar nicht leisten. Nee, dann muss das halt warten. Also jetzt würde ich gerne gucken, ob hier oben bei der erweiterten Satellitenfertigung neue Satelliten fertig sind. Und es ist nur einer da. Ja, der Haken ist, es ist eine der wenigen Stationen, die halt diese erweiterten Satelliten verkauft. Und die NPC-Händler kaufen die immer sofort auf, weil sie damit dann zu irgendeiner Handelsstation tuckern und es da wieder verkaufen. Also es ist echt schwierig, da welche zusammenzubekommen. So. Also wir können natürlich auch normale Satelliten kaufen, aber die decken halt nicht ganz so viel ab. Das heißt, man braucht pro Sektor mehr Satelliten und wir können nicht besonders viel transportieren. Na gut, sei es drum. Fliegen wir jetzt erstmal zurück zur Wolkenbasis und gucken dann gleich mal, wie sich unsere Station so mausert. Und ob sie vielleicht sogar schon was verkauft hat. Wir haben zwar nur einen Verkäufer momentan eingestellt, aber das reicht auch fürs Erste, da sich die Lager ja gar nicht so schnell füllen. Später, wenn wir eine durchgehende Versorgung mit Energiezellen haben, dann können wir ruhig einen zweiten Verkäufer einstellen. Und je nachdem, wie voll denn die Energiezellen oder die Erzlager sind, können wir halt zwei Verkäufer oder zwei Einkäufer nehmen. Dieses ganze Micromanagement muss man mit der zweiten Art der Stationsversorgung übrigens nicht betreiben. Das macht er vollkommen selbstständig. Ist also wesentlich praktischer. Das heißt, sobald ich euch einmal gezeigt habe, wie das mit dem neuen System geht, werde ich auch die alte Station auf das neue System umschalten. Damit später alle Stationen gleich laufen. Ich wollte euch nur einmal zeigen, wie das mit dem alten System funktioniert, falls ihr das Bonuspaket, warum auch immer, nicht installieren wollt. So, unsere Erzmine. Info. Wir haben 125 auf Lager. Wir haben keine Credits mehr in der Station. Okay. Ja, das kommt daher, dass die halt jetzt fleißig waren am Einkaufen und die ganzen Credits für die Energiezellen verbraucht haben. Das heißt, wir klicken auf die Erzmine. Stationseinstellung verändern. Und wir würden gerne Credits. Ich gebe wieder mit der Tastatur 100.000 ein. 1.000, 10.000, 100.000. Mach einmal Pfeil nach links. Enter. Und dann hat sie wieder 100.000. Das heißt, die Station hat zusätzlich zu ihrem Preis und zusätzlich zu den Kosten für die ganzen Schiffe, die die Waren an uns verkaufen, auch nochmal eben 200.000 Credits geschluckt. Und die wird noch wesentlich mehr schlucken, bis das Lager voll ist. Also mal locker nochmal so viel. Ich guck mal ganz kurz über Besitztümer, ob unser Merkur dann wenigstens schon am Verkaufen ist. Verkaufe Ware zum besten Preis. Er ist in Elenas Glück. Und hat nichts mehr dabei. Fliegst du jetzt gerade zurück, oder? Wo ist er? Da ist er. Oder da ist er. Ne, das ist alles im Erzgürtel, hä? Oh, er ist zwischenzeitlich gesprungen. Ah, okay. Das heißt, ist wohl schon einmal losgetingelt, hat eine Ladung Erz verkauft und die Credits, die dafür... Ah, die sind jetzt eingetroffen.
Sehr schön. Also jetzt sieht man, wir hatten 100.000 reingesteckt und inzwischen sind 161.000 da. Das heißt, er hat schon 61.000 Profit in Anführungszeichen gemacht. Deswegen, also man kann einstellen, und zwar hier, Kommandokonsole, Kommandos und dann hier Stationskommandos, dass automatischer Geldtransfer zum Spielerkonto eingerichtet wird. Da klickt man dann drauf und gibt irgendeinen Wert ein, zum Beispiel 100.000. Und dann wird jeder Credit über 100.000 nicht im Stationskonto geführt, sondern sofort zu uns überwiesen. Das will ich aber nicht haben, denn ich will halt sehen, wie profitabel die Station ist. Später können wir das dann alles noch wieder umstellen. So, unsere drei Merkuren haben nichts zu tun. Dann flieg doch mal bitte dahin. Kommando akzeptiert. Zum Erzgürtel, wo wir auch gerade sind. Du ebenso. Kommando akzeptiert. So, wo ist Nummer 3? Nummer 3 ist da unten. Navigation, Fliege zu Sektor, Erzgürtel. Kommando akzeptiert. Was macht unser Mammut? Also, unser in Anführungszeichen. Oh, der scheint schon gedockt zu sein. Sehr schön. Schiffswerft. Einmal handeln, bitte. Jetzt hätten wir gerne eine Siliziummine L. So, kostet mal eben 1,1 Millionen. Wird gekauft, okay. Zu unserem Argon-Lieferanten-Mammut. Jetzt machen wir wieder gelandete Schiffe. Unser Mammut, Kommunikation, Kapitän und fliege bitte in den Sektor Erzgürtel. Das heißt, mit etwas Glück können wir demnächst unsere zweite Station aufbauen. Und danach werde ich euch den ersten Komplex zeigen. Eventuell, wenn die beiden Stationen nahe genug beieinander liegen, kann ich euch auch sofort den ersten Komplex zeigen. Das sollte ich jetzt mal herausfinden, bevor der Mammut losfliegt. Denn um einen Komplex zu bauen, braucht man eine extra kleine Mini-Station, die man dazwischen klemmt. Die könnt ihr dann auch in der Schiffswerft kaufen. Wo ist Silizium da? Ja, das ist doch mal perfekt. Die Siliziummine soll ja auf diesen Asteroiden mit der 64er Ausbeute. Der ist direkt neben unserer Erzmine. Ja komm, das machen wir mal. Also schnell wieder in die Wolkenbasis Südost. Unseren Mammut wieder ansprechen. Bitte fliege zurück zur Schiffswerft. Und donner bitte nicht gegen die Schiffswerft. Denn wäre nicht unsere Station futsch. Da fällt mir ein, ich sollte mal wieder speichern. Ganz schnell speichern. Sonst wären wir eben 1,1 Millionen weg. Das muss ja nicht unbedingt sein. Wie viel haben wir eigentlich gerade noch? Noch 3,8, 3,7, 3,8. Das variiert doch schon ganz schön. Vor allem, wenn die Universumshändler mal eine richtig teure Ware kaufen. Also irgendwie so ein komplettes Lager von sehr, sehr exotischen Schiffswaffen. Dann geht das teilweise richtig arg runter. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Aber gut. Speichern, Spiel speichern und hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Verbindung zum örtlichen Handel.